Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein bisschen zur Seite, damit ich die Leute sehe. Ich sehe die Leute nicht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Kommt und esst, sagt Jesus in dieser sonntäglichen Morgenstunde. Zum dritten Mal hat er sich den Jüngern offenbart am See Genezareth. Und am dritten Ostersonntag unserer Osterfeier lädt er uns ein, kommt und esst. Am Beginn dieser Feier, liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und die, die uns verbunden sind durch Radio, Fernsehen und Internet, wollen wir uns erinnern an das Wasser, das am Beginn unseres Glaubenslebens stand, das Wasser der Taufe. Wir bitten den Herrn, allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Der allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Mini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Hec est ies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea. Aquam der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben.
excelsis Deo. Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft im neuen Glauben erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubelns und des Dankes. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge. Und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gibt ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaut die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein.
mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer gottsinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, schließ uns die Schrift auf. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon, Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihm: Ich gehe fischen. Und sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Es war aber in der Nacht und sie fingen nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht mehr einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und er sprang in den See. Dann kamen auch die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen. Und sie zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlefeuer und darauf Fisch und Brot. Und Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot, gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier im Dom und an den Empfangsgeräten,
Sie wollen wieder anfangen, wo sie aufgehört haben. Fischen wollen sie. Da meinen sie, sich zurechtzufinden. Das kennen sie ja von Kindesbeinen an. Bis dieser Jesus in ihr Leben trat, war das ihr Alltagsgeschäft. Nun hat sie dieser gleiche Jesus aus der Bahn geworfen. Das mit dem furchtbaren Kreuzestod und der unfassbaren Auferstehung will ihnen nicht in den Kopf und nicht in das Herz. So flüchten sie in die Routine. Der Entschluss des Petrus klingt nicht tatkräftig, eher ratlos. Ich gehe fischen. Und die anderen, die mit ihm gehen, haben auch keine erkennbare Initiative. Sie gehen eben mit. Die Flucht in die Routine, in das Bekannte und Vertraute, muss dazu herhalten, Unsicherheit und Ungewissheit zu überspielen. So halten wir es ja auch, wenn uns eine kritische Lage einholt, die uns orientierungslos macht. Ein schwerer Schicksalsschlag, ein Todesfall, eine schmerzvolle Trennung. Wir überspielen unsere innere Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Nicht anders wissen wir ihr zu begegnen, als abzutauchen in das Alltagsgeschäft der Normalität. Business as usual eben. Irgendwie wird es schon werden. Den Jüngern gelingt das nicht. Und uns wohl auch selten. Sie fischen die ganze Nacht und fangen nichts. Ihr Fischzug geht leer aus. Denn diese Nacht ist nicht nur die tagabgekehrte Zeit, sie ist die Nacht der inneren Dunkelheit, in der sie nicht wissen, wohin sie gehen sollen und was mit ihnen geschehen wird. Es gibt diese Nächte, in denen wir die Hand vor den Augen nicht sehen können und kein erhellender oder tröstender Gedanke uns geschenkt wird. Es gibt sehr, sehr dunkle Nächte, auch mitten am Tag unter hell scheinender Sonne. Durch uns selbst und aus eigener Kraft finden wir aus solcher Lage nicht heraus. Der Morgen bricht an und Jesus steht am Ufer. Sie erkennen ihn nicht. Er steht am Ufer im morgendlichen Licht. Sie sitzen in ihrem Booten auf dem See, erschöpft von der vergeblichen Arbeit der vergangenen Nacht. Eine noch unerkannte österliche Szene tut sich vor ihnen auf. Langsam werden sie zur österlichen Wahrheit des Auferstandenen geführt. Habt ihr etwas zu essen? Fragt der unerkannte Jesus sie. Meine Kinder, sagt er zu ihnen. Vor ihm stehen diese Fischer. Die ganze Nacht haben sie gearbeitet und nichts gefangen. Erschöpft und abgearbeitet stehen sie vor ihm und er sagt zu ihnen, meine Kinder. So sieht es ja in den abgearbeiteten Fischern auch aus. Hilflos sind sie. Die erfolglose Nacht des leeren Fischfangs stellt das gründlich unter Beweis. Sie haben nichts zu essen. Kurz und einsilbig fällt ihre Antwort auf seine Frage aus: Habt ihr etwas zu essen? Nein. In diesen hilflosen Fischern dürfen wir uns selber spiegeln. Wir wissen viel. Manche meinen sogar, wir wüssten alles.
Technisch und ökonomisch sind wir hoch aufgerüstet. Haben wir aber die wirklich entscheidende Antwort auf das Leben und auf den Tod? Sind wir imstande, unseren dunklen Ängsten zu begegnen, wenn die Sinnfrage scharf in unser Leben einschlägt? Haben wir aus uns die Mittel zum Leben? Auch der technisch hoch aufgerüstete Mensch, der wissenschaftlich selbstsichere Mensch, ist in der Tiefe seiner Existenz ein Kind, das nichts zu essen hat. Meine Kinder, sagt Jesus, er sagt es uns, denkt unsere Hilflosigkeit auf. Ja, er macht uns fähig, das zuzulassen. Zuzulassen, dass wir aus eigener Kraft nicht schaffen, mit dem Leben fertig zu werden und erst recht nicht mit dem Tod. Nein, wir haben nichts zu essen, keine Lebensmittel, die wirklich Leben geben. Jesus schickt die hilflosen Fischer erneut auf das Wasser. Noch einmal sollen sie es mit dem Fischen versuchen. Am helllichten Tag schickt er sie hinaus, der eigentlich ungeeignetsten Zeit zu fischen. Mit diesem Fischfang aber sollen sie beginnen, auf der rechten und damit richtigen Seite des Bootes. Die Jünger sollen nicht in der Resignation ihrer Hilflosigkeit gefangen bleiben. Wir nicht in unserer Lebensmüdigkeit. Sie sollen an die Arbeit gehen. Wir das Leben wagen und uns dem Leben nicht verweigern. Der Fischfang braucht die richtige Seite. Das Leben braucht es auch. Diese Seite ist die Seite des Evangeliums und des Glaubens. Auf Jesu Wort hin dürfen und können wir tagtäglich leben. Der Auferstandene hat die österliche Kraft, das Wunder des Fischfangs zu wirken, die Nacht der Enttäuschung und Leere zu überwinden. Das Leben aus dem Glauben gelingt, es besiegt die Lebensangst. Aus eigener Kraft einen Münchhausen vergleichbar, der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen will, schaffen wir es nicht. Tatkraft und Selbstinitiative allein reichen nicht hin. Routine ist kein Heilmittel. Der Slogan Augen durch, Augen zu und durch bringt keine Lösung. In den Nächten unseres Lebens gilt es, auf das Evangelium zu hören, auf die Stimme Jesu. Sonst bleiben wir orientierungslos und mühen uns ab ohne Sinn und Verstand. Nur der Auferstandene bezwingt den Tod. Auch die vielen kleinen Tode unserer persönlichen Abstürze und Niedergeschlagenheit. Die Liebe erkennt, es ist der Herr. Mitten im wunderbaren Fischfang wird die Liebe hellwach und bekennt, es ist der Herr. Mitten im wunderbaren Fischfang, der ja auch harte Arbeit ist und Mühe macht und Schweiß treibt, der auch Lärm erfüllt ist von all den Stimmen der Fischenden und dem Lärm der Gerätschaften, mitten in diesem Tumult ist die Liebe hellwach und bekennt leise und doch vernehmlich. Es ist
der Herr. Mitten in unseren Lebensgeschäften, den erfolgreichen und weniger erfolgreichen, bringt uns die Liebe in das Gebet und in die Eucharistiefeier. Und diese Liebe bekennt, es ist der Herr, es ist der Kyrios. Die Liebe lässt sich in ihrem Bekenntnis nicht beirren. Sie wird die Erfahrung der Gnade nicht einfach routiniert wegstecken. Die Liebe will danken, will bekennen. Es ist der Herr. Sie will das sagen, sie will das feiern, sie will das beten. Die Liebe bleibt nicht stumm. Petrus springt ins Wasser. Er will zu diesem Jesus, den die Liebe entdeckt hat. Er zieht sich die Kleider aus und springt ins Wasser. Die Liebe macht verrückt. Wer springt schon ins Wasser und zieht sich vorher an? Aber die Ehrfurcht, der Glaubensüberschwang, die Liebe tun solche Dinge. Unser Glaubensleben darf in den Augen dieser Welt ruhig etwas verrückt wirken, zumindest etwas verrückter, als wir sonst so zu erkennen geben. Petrus will zu diesem Jesus. Jesus steht am Ufer. Ein Kohlenfeuer brennt, Brot und Fisch liegen darauf. Die Fischer sollen von ihren Fischen bringen und sie dazulegen. Sie sind berufen, mitzuwirken. Bald wird Petrus in die Liebesfrage geholt werden, um seine Hirtenaufgabe zu übernehmen. Auch wir sind gerufen, mitzuwirken. Das Glaubensgeschehen macht mutig. Ein Leben auf der richtigen Seite des Evangeliums traut sich etwas. Es bleibt nicht verborgen, es wird sichtbar. Kommt und esst, sagt Jesus. Zu Beginn hatte er seine Jünger und uns gefragt, ob sie und wir etwas zu essen haben. Sie hatten nicht, wir hatten nicht. Jetzt sollen sie und wir essen. Alles liegt auf dem Kohlenfeuer bereit. Zum Feuer der Liebe Christi sind wir gerufen. Der Altar ist sein Kohlenfeuer. Hier liegt alles bereit. Kommt und esst. Niemand wagt ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wissen, es ist der Herr. Das Geheimnis seiner Gegenwart ist gewiss. Die Liebe weiß es. Die Glaubensgewissheit ist eine zitternde Gewissheit. Aber sie ist wahr. Sie ist fest. Sie ist sicher. Es ist der Herr. Auch jetzt und hier, in dieser sonntäglichen Morgenstunde, es ist der Herr. Amen. Deum. Amen.
Der auferstandene Christus ist der Herr unseres Lebens. Ihn bitten wir voll Vertrauen in den Anliegen der Menschen hier bei uns und weltweit. Segne unseren heiligen Vater Papst Franziskus und lass seinen Dienst fruchtbar werden für die ganze Kirche. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Hilf deinen Gläubigen, dass die österliche Freude und Zuversicht nicht unter den Sorgen und Nöten des Alltags schwinden. Christus, höre uns. Stehe den Regierenden bei und stärke alle, die sich für Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Christus, höre uns. Begleite alle jungen Menschen, die auf der Suche sind nach ihrem Weg im Leben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Erbarme dich aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt und versage deine Hilfe auch jenen nicht, die unter den Folgen von Naturkatastrophen zu leiden haben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lohne allen Wohltätern, die sich für den Erhalt unserer Hohen Domkirche einsetzen, ihre Großherzigkeit und lass sie einst ewig leben im himmlischen Jerusalem. Christus, höre uns. Lass alle unsere Verstorbenen teilhaben an deinem österlichen Sieg über den Tod und gewähre ihnen Anteil am ewigen Leben. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, deine Auferstehung hat den Tod besiegt und uns das Leben gebracht. Dafür danken wir dir in dieser Stunde und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Die heutige Kollekte ist für den Erhalt unserer Hohen Domkirche bestimmt. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre großherzige Spendenbereitschaft.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie an den Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt als auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft
mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis zu uns in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit
und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es ist der Herr.
Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen, durch ihn, Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, noch einige Hinweise und Einladungen für die vor uns liegenden Tage. Heute Abend laden wir herzlich ein um 18 Uhr zur Chorvesper. Morgen am Montag, 1. Mai, sind die heiligen Messen hier im Dom wie werktags, also morgens um 6.30 Uhr, 7.15 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr und abends um 18.30 Uhr. Um 18 Uhr die Eröffnung der Maiandachten. Ebenso herzlich laden wir auch morgen früh um 10 Uhr ein, nicht in unseren Dom, sondern in den Altenberger Dom, wo jedes Jahr am 1. Mai die Aktion Altenberger Licht ist. Um 10 Uhr feiert in Altenberg unser Erzbischof Kardinal Wölki ein Pontifikalamt. Im Rahmen dieses Pontifikalamtes wird auch der neue diözesanen Jugendseelsorger Pfarrer Tobias Schwaderlapp in sein Amt eingeführt. Am Donnerstag, dem Gebetstag für geistliche Berufe, laden wir besonders zur Abendmesse um 18.30 Uhr ein. Ebenfalls am Donnerstagabend die geistliche Musik am Dreikönigenschrein um 20 Uhr mit dem Chor der Michaelskathedrale in Toronto. So lasst uns Gott um seinen Segen bitten. In diesen Segen möchte ich ausdrücklich einschließen unseren Mädchenchor am Kölner Dom, der uns heute die Dimension der Musik und des Singens eröffnet hat für unser Beten und Bitten. Geleitet hat ihn Helena Veri und das hat sie heute zum letzten Mal getan. Sie ist Assistentin von dem eigentlichen Chorleiter und wird nun andere Wege gehen. Wir danken uns ganz herzlich bei Ihnen und erbitten Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja.